Das gehört eigentlich auf die To-Do-Liste. Die Sachen, die man erledigen muss, bevor man stirbt. Man muss sich eine Lieblingsholztüre, nicht eine Lieblingsholztüre, sondern eine Lieblingstürenart aussuchen. Da ich keine Lust auf Französisch hatte, angefangen, Japanisch zu lernen. Da fängt man ein Problem mit den Zahlen erst bei 10.000 an. Japanisch hat mich auch schon mal interessiert, aber jetzt noch eine Sprache lernen. Japanisch wäre eine Sprache, die ich gerne noch lernen würde. Auf alle Fälle. Ich würde auch gerne mal nach Japan fliegen. Ich habe nur Gutes über Japan gehört oder fast nur Gutes gehört. Das würde mich echt mal reizen auch. Und dann ein bisschen die Sprache auch beherrschen, wäre gut. Das Problem ist halt wirklich, wenn du eine Sprache lernst, dann musst du die auch aktiv anwenden, damit du alles auch einigermaßen immer wieder anwenden kannst. Weil sonst schmeißt du die Kohle raus oder lernst einfach die ganze Zeit und in 2 Jahren hast du wieder alles vergessen oder den Großteil vergessen. Und also wenn du Japanisch lernst, dann müsstest du auch, sage ich jetzt mal, japanische Webseiten dir mal anschauen oder japanische Filme oder nach Japan fahren oder so. Einfach damit du immer mal wieder ein bisschen das auffrischen kannst, ansonsten macht es überhaupt keinen Sinn. Meiner Meinung nach. Sonst ist es wirklich nur rausgeschmissene Zeit und Geld. Plötzlich Weltherrschaft, ja. So kann es gehen. Mit einem Tastendruck haben wir Weltherrschaft fast. In Japan soll es tolle Türen geben. Oh, dann wäre das ja, das wären ja 2 Sachen dann auf einmal, ne? Nach Japan abhaken und eine Tür suchen. Ich weiß immer noch nicht, was der Don Soldier mit der Frage wollte. Vielleicht kannst du das nochmal erläutern. Wieso ich mir eine Lieblingstürart aussuchen soll. Bin mir da jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Oder ist das irgendein Insider, den man mittlerweile jetzt macht? Man stellt Streamern einfach die Frage, welche Türart sie gern haben. Vielleicht habe ich da irgendwas verpasst. Ich bin da nicht immer auf der Höhe der Zeit. Meine Liebste ist eine Türe, die dicht ist, die man abschließen kann und die stabil ist. Das ist ja auch eine Türenart dann quasi, ne? Aber ich glaube, der Don Soldier hat gemeint, welchen Türenbelag oder woraus die Tür quasi gemacht ist, weil er geschrieben hat, Holztür, Metalltür. Jeder sollte eine Lieblingstürart haben, sagt er. Viele mögen alte Holztüren. Du hast fast nur Gutes über Japan gehört. Ja. Ich meine jetzt von den Einwohnern und von der Bevölkerung. So wie du das schreibst, dann wären ja wir auch die Teufel in Person. Don Soldier. Dass es ein schönes Urlaubsland sein soll, dass alle unglaublich nett sein sollen. Und dass man sich in der Öffentlichkeit nicht die Nase putzen darf oder so. Irgendwas gibt's da. So ein unausgesprochenes Gesetz. Das ist ziemlich verpönt. Aber das ist, also ich bin ja allgemein nicht so der Urlaubsfahrer. Ich verbringe auch gern Zeit zu Hause, wenn ich Urlaub habe und mache einfach mal gar nichts. Weil wenn du im Urlaub fährst, dann musst du ja auch wieder, das ist ja auch wieder ein bisschen Stress, weil du dich dann ja auch wieder erstmal um die ganzen Sachen kümmern musst. Du musst dann den Plan aufstellen, wo du hinfährst, was du dir anschauen willst, wo du schlafen willst und so weiter, wo du wann bist und so. Und ich bin da eher immer der Typ, der dann lieber zu Hause bleibt und einfach wirklich nur entspannt. Und einfach den Urlaub so dermaßen genießt, wie es halt einfach nur am besten möglich ist, ohne viel Einfluss von außen oder so. Und ich habe da meine Eltern oder mein Bruder zum Beispiel, die sind da wieder komplett anders. Die schauen sich dann wieder viel lieber die ganzen Länder an wieder. Ne? Also die fahren gerne in den Urlaub, weil sie einfach was sehen wollen. Mich reizt das irgendwie nicht. Bis auf Japan. Also Japan würde ich wirklich gerne mal anschauen. Was ich auch ganz toll fände, wäre mal eine Kreuzfahrt. Auch wenn das wirklich so rentnermäßig ist. Aber Freunde von mir haben schon, ich glaube, 2-mal jetzt die Kreuzfahrt gemacht. Und die sind hellauf begeistert. Weil du kommst quasi rum, du bist immer im gleichen Hotel. Und kennst dich auch dann schon ein bisschen aus da drin.
und hast deinen Pool, kannst dich an den Pool legen, kannst irgendwie was essen, hast alles da, was du brauchst, kannst einkaufen gehen und siehst aber auch noch ein bisschen was von der Welt, indem du dann einfach bei so Anliegestellen einfach mal einen Tag draußen verbringst. Finde ich auch ganz gut. Also Japan und eine Kreuzfahrt auf einem großen Kreuzfahrtschiff würde ich gern machen. Hört sich voll alles wieder an. Mann. Es gab halt ein paar Diskussionen darüber, deshalb wollte ich fragen. Mit Türen meinte ich vor allem Aussehen, Funktion, elektrische Türgröße. Aber wie kommt man denn an den Lieblingstür? Ich werde mir da mal Gedanken drüber machen, Don Soldier. Und vielleicht kann ich dir dann im nächsten Stream die Antwort dazu geben. Ne? Nasenputzen in der Öffentlichkeit ist nicht verpönt. Es machen halt nur unhygienische, unzivilisierte und barbarische Gaijin. Valvorik stimmt mir zu mit der Kreuzfahrt, das ist sehr schön. Und der Don Soldier lässt einfach die Tür nicht los. Manche hassen die großen Türen für die Kutschen bei alten Gebäuden. Keine Ahnung warum, da sie oft schön gestaltet sind. Die großen Türen für die Kutschen. Wie kann man denn die hassen? Wie kann man denn Türen hassen? Oh mein Gott. Fantastisches Thema. Wenn du nicht weißt, was du im Stream erzählen sollst, dann sprich über Türen. Das geht immer. Das ist ja fantastisch. Hat halt alles Türen wieder, ihr seid verrückt. Heieiei, hervorragender Schüler, gleich zweimal. Ist das, hä? Zweimal die gleiche Antwortoption. Mal schauen, was er bekommt. Ah, schon wieder Kriegskunst, aber auch ein bisschen Bildung. Ich habe hier bei mir in der Wohnung ganz normale Holztüren. Sind jetzt auch nicht die modernsten. Kann man halt absperren. Was ganz gut bei Türen eigentlich ist. Der reisende Lehrer verbeugt sich und sagt, meine demütigen Grüße, ich komme mit einem Angebot. Bescheidene Summe wäre ich bereit, eurem Sohn Eigenschaften zu vermitteln. Ja, zwei Bildung oder eins Bildung. Er hält gebildet. Und er erhält Poet. Diplomatie. Wir gehen mal hier Konfuzius. Ich soll ein extra Video machen über meine Lieblingstürart und wieso ich die gern habe. Tür. Hast du heute irgendwie Alkohol getrunken oder so, Don Soldier? Ich meine ja nur. Oder steckt der Lateinstress vielleicht? Steigt dir der zu Kopf oder so? Ich mache ein Video über meine Lieblingstürart. Ja, wir schauen mal, ne? Aber da können wir eine ganze Serie machen. Können wir auch eins über die Lieblingsfensterart machen. Die Lieblingsbodenart und die Lieblingslampenart. Oh, ich muss hier so aufpassen, dass ich hier nicht auf den Eintrag für katholisch klicke. Krankheit behandeln lassen. Ist er jetzt schon erwachsen? Er ist 9 Jahre alt. Okay, wir gehen wieder mit der sicheren Option. Oh, das war schlecht. Das war schlecht. Das war nicht gut. Nichtsdestotrotz halten wir noch ganz gut durch jetzt. Gestresst und Krebs. Bisher läuft's noch. Darf nicht zu viel versprechen, weil dann klingelt es gleich und dann sind wir tot. What the fuck? Wenn man vielleicht nach einem Unfall nicht mehr bewegen und sprechen kann, wäre es gut, wenn andere wissen, welche Türen man mag, falls die jetzige Tür kaputt geht, somit nicht eine schlimme reinkommt. Oder wenn man dann im Bett liegt und nicht mehr aufstehen kann, muss man den ganzen Tag eine Tür anschauen, die furchtbar ausschaut und die einem nicht gefällt. So wie ich dich jetzt verstanden habe. Ich werde es gleich ins Testament bei mir reinschreiben. Ich will nur in einer Wohnung, in einem Schlafzimmer liegen. Wobei Testament
Okay, vielleicht nicht ins Testament. Testament ist egal, weil dann ist es mir wirklich egal. Dann können wir noch über den Lieblingssarg sprechen. Eieiei. Ein Türstament. Oh, der war schlecht. Der war sehr schlecht, Valvurik. Da bekommst du gleich ein Timeout. Eieiei. Wollt ihr eigentlich lieber vergraben werden oder eingeäschert werden? Wie ist denn da eure Meinung? Heute haben wir alle Themen durch, aber was soll man denn sonst machen, wenn wir keinen Krieg führen? Außer ein paar so Aufständische und Revolten niederprügeln, dann haben wir halt auch keine anderen Themen. Also ich bin ja eher der Typ für eingeäschert werden. Auf alle Fälle. Ich habe keine Lust, irgendwann dann aufzuwachen und dann im Sarg zu liegen. Und nicht mehr rauszukommen. Das wäre fatal. Das wäre echt. Oh mein Gott, wenn ich jetzt dran denke, bekomme ich schon wieder Gänsehaut. Oh, und fange zu schwitzen an. Der Traxas sagt, das ist der morbide Bauhaus-Channel hier. Ich muss offenbar, ich muss hier Crusader Kings als Spiel rausnehmen. Und dann müssen wir das hier reinsetzen als Thema. Der morbide Bauhaus-Channel. In einem Sarg soll man eine extra Tür einbauen lassen. Ja, aber dann nur eine Lieblingstür. Verbrennen ist kostengünstiger. Ist mir doch egal, ob das dann was kostet oder nicht. Das ist mir ja egal. Dann bin ich ja schon tot, dann muss ich mir nicht mehr um Geld Gedanken machen. Kommt ja auch immer drauf an, was du glaubst, ne? Aber, ja. Also ich bin auf alle Fälle für Verbrennen. Okay. Wie passend. Und, Pause. Und, da ist man auf alle Fälle auf der sicheren Seite. Selbst wenn man nur bewusstlos ist oder so, dann ist es halt gleich vorbei, ne? Da bist du halt wirklich tot. Aber wenn du irgendwann mal aufwachst, weil dich irgendjemand falsch diagnostiziert hat, ich weiß, das kommt normalerweise nicht vor, aber oh mein Gott, das wäre echt, oh, das wäre so schlimm. Meine Güte. Wenn ich mir vorstelle, ich wache auf und dann liege ich so drinnen und dann hast du hier vor dir, 5 cm vor deinem Kopf, wenn du keinen großen Sarg hast, hast du dann die. Oh Gott, nee, Themawechsel, nein, ich weigere mich, darüber jetzt weiter zu reden. Oh, da muss man nur mal an Kill Bill denken, als die Liebe eingesperrt wurde in einem Sarg und verscharrt wurde und als sie sich dann rausgekämpft hat, war natürlich sehr unrealistisch. Aber das war auch eine Szene, da stinkt jeder Horrorfilm dagegen ab. So grausam ist das für mich. Es sei denn natürlich, wir haben wirklich ein Bild von der Lieblingstür in unserem Sarg drin und ein kleines Licht. Dann ist es okay, dann würde ich es aushalten da drin. Solange ich meine Lieblingstür mit dabei habe, ist es überhaupt kein Problem. Ich lasse meine Eltern verbrennen. Ich habe da mit meinen Eltern auch schon mal drüber gesprochen. Die sind da ziemlich aufgeschlossen dafür. Die haben auch gesagt, das können wir machen, wie wir wollen. Ich hätte jetzt aber eher auch. Ich würde es gern mit nach Hause nehmen. Also wenn man es verbrennt quasi, dass man es dann irgendwo zu Hause irgendwo hinstellt, in irgendwie eine Vitrine oder so. Ich finde das um einiges persönlicher. Oh, jetzt sind wir umsonst hier hochgelaufen. Ich finde es um einiges persönlicher, wie wenn man dann irgendwo auf einem Friedhof die Eltern dann liegen hat oder die Verwandten liegen hat. Ich meine, dass man jetzt nicht irgendwie die Tante oder so zu Hause hat, das ist auch okay. Aber vielleicht die Eltern finde ich jetzt, ich finde das auch gar nicht mal zu makaber. Okay, er schafft das. Ich finde das auch gar nicht makaber, wenn die zu Hause rumstehen. Ich finde das echt in Ordnung eigentlich. Aber soweit ich das mitbekommen habe, darf man das nicht, ne? Oder zum Beispiel, dass mit der Asche, ja,
Ich glaube, du darfst die ja in Deutschland darfst du die nicht verstreuen. Ich glaube, in der Schweiz gibt es einen Service, wo du die Asche zu einem Mini-Diamanten pressen kannst. Finde ich auch eine tolle Lösung eigentlich. Und es ist halt etwas, was jetzt. Ich kann einfach nichts damit anfangen, wenn die Verwandten auf dem Friedhof liegen. Das ist irgendwie nicht meins. Und wenn du die dann so gepresst hast, vielleicht in so einer schönen Box drin oder so, dann ja, dann kannst du die zu Hause irgendwo hinstellen und dann wirst du immer dran erinnert. Und das ist ja ganz okay. Aber so auf dem Friedhof oder so, dann fährst du halt mal irgendwie alle halbe Jahre fährst du mal auf den Friedhof und stellst dich mal ans Grab und das war's dann, ne? Domäne ist zu groß, wir warten da noch ein bisschen ab jetzt. Unsere Halbschwester soll Prinz Giuseppe heiraten. Können wir machen. Die Asche könnte man halt auch in eine Tür einarbeiten lassen. Du meinst so ein Glasfenster und in der Mitte quasi ein bisschen so der Diamant dann oder die Asche reingesetzt oder so? Naja. Ist halt blöd, wenn du irgendwann mal die Türen wechselst. Ich meine, so eine Tür hält ja nicht ewig. Das musst du dann wieder ausbauen lassen. Ein CK2-Mod machen mit einer Lieblingstür zum Aussuchen. Deinem Grab kann ich auch nichts anfangen. Da muss er regelmäßig hin, um seine Verwandten zu gießen. Ja, das ist jetzt nicht mal... Also, ja... Das ist jetzt nicht mal so das Problem, was ich damit habe. Dass man jetzt hin muss und vielleicht das Grab richten muss, weil da kannst du ja auch eine Platte drüber legen und dann stellst du halt irgendwie so ein Gebüsch drauf und so. Dann sieht es auch einigermaßen schön aus. Aber irgendwie, weiß ich, ich fände es halt schöner, wenn die dann schon irgendwo dann auch zu Hause wären. Ist es nicht so, ist es nicht in Amerika oder so, dass man sogar die Verwandten dann im eigenen Garten begraben darf oder so? Gibt es da nicht irgendwas? Ich hätte jetzt schon gemeint, bin mir da nicht mehr sicher. Ich weiß nicht, ob es Amerika ist oder woanders. Ach, guck an, der Papst kommt mal wieder. Alter Schwede hier. Wobei ich jetzt nicht unbedingt also einen eigenen Grabstein im Garten zu haben, finde ich jetzt wieder nicht so toll. Da hätte ich lieber einfach nur die Box in der Vitrine oder die... Wie heißt es? Das Behältnis. Wo die Asche drin ist. Beschwörung abhalten. Brauchen wir momentan nicht. Aber ein eigenes Grab quasi im Garten zu machen oder so, fände ich jetzt auch ein bisschen übertrieben dann. Abgesehen davon, dass natürlich nicht jeder ein Grab hat, einen Garten hat natürlich. Oder wie jetzt bei mir hier in der Mietwohnung, kann ich ja nicht einfach draußen im Garten, den wir haben, für alle Mieter, nicht einfach irgendwelche Gräber ausheben. Da wären wahrscheinlich die anderen Mieter nicht einverstanden damit. Was alle halbe Jahre auf den Friedhof? Ja, wie oft gehst du denn? Wie oft gehst du denn auf den Friedhof, Don Soldier? Wenn, dann werden die Leichen im Keller einbetoniert. Okay, wo kommst du denn her? Aus Italien? Der geht immer hier hoch nach Trier, ne? Der will offenbar immer Trier haben. Anspruch auf Trier tatsächlich. Wahrscheinlich, solange er Trier nicht hat, wird er immer wieder Einheiten ausheben. Dschihad um Ägypten. Okay, jetzt wird es nochmal aufregend. Ich dachte schon, der Dschihad wäre vorbei. Dann bringen wir hier... Ja gut, euch bringen wir gleich mal runter. Die 9000, die können wir gleich mal... Wir heben mal die ganzen Schiffe aus. Mal gucken, wer hier alle mitmacht. Aktuell ist hier keiner da. Noch. Hä, wir hatten doch hier irgendwo ganz viele Schiffe. Wo sind denn die hingekommen?
War das 4? Keine Ahnung. Dann werde ich gleich mal einbordern und hier runterbringen. Oh, können wir? Moment mal eben. Wir machen das anders. Und zwar setzen wir einen Sammelpunkt auf. Hier unten. Was wegen seiner Aussage? Ja, weil die doch immer alle einbetoniert, die Mafia. Die kommt doch aus Italien, das weiß doch jeder. Mafia. Mafia kommt doch immer aus Italien. So, du? Dann bringen wir euch mal hier rüber. Hier unten. Euch bringen wir auch hier hoch. Wir haben hier 4000 schon mal. Das ist sehr gut. Sind wir jetzt hier runtergewachsen? Ich werde verrückt. Die Vasallen sind die Geister. Wir brauchen überhaupt keinen Krieg mehr führen. Wenn wir jetzt einfach so weitermachen. Das ist ja fantastisch. Dann bekommen wir jetzt demnächst vielleicht, wenn wir hier Mekka und Medina noch mitnehmen. Im nächsten Krieg. Dann bekommen wir das Achievement doch noch. Das ist ja wunderbar, Mensch. Ah, ihr macht mich fertig. Jetzt wechselt er wieder die Frage mit der Tür. Je später der Abend, ne? Umso komischer die Konversationen. So, ihr sammelt euch alle hier unten. Er marschiert noch hier hoch. Oh, wir haben hier oben auch 2000. Die bringen wir auf alle Fälle mit dem Schiff runter. 22 geht leider nicht. Wir bringen die 29 hier rüber. Dann die reichen auch nicht. Wir haben hier 226 Schiffe. Was ist da denn los? Gut. Dann schauen wir mal, wer hier überhaupt aller mitkommt. Ob hier überhaupt jemand mitkommt. Oder ob ich mir die Mühe umsonst mache. So, 10.000 sind gleich durch. Oh, wir haben überhaupt keine Anführer wieder. Das ist so klar. Oder ist das die Armee? Wir haben keine. Doch, wir haben einen Anführer haben wir drin. Schlimm. Dann kommt jetzt zum Schluss. Ich wollte ja eigentlich jetzt schon aufhören. Noch kurz ein Dschihad. Wir sind bei 46% gerade mal. Oh, der will sich anschließen. Sehr gern. Frankreich will sich auch anschließen. Kommt nur alle mit rein. Kommt nur alle mit rein. Der Krieg wird nicht lange dauern. Ich gehe davon aus, dass sie hier nicht mehr viel versammeln werden, hier unten. Kannst du mal deine CK2 World Conquest machen und dann alle Provinzen in Dontopia umbenennen, bitte? Natürlich machen wir das. Ich sage jetzt einfach nur noch, wenn du irgendwelche Anfragen machst mit umbenennen, Don Soldier, dann sage ich grundsätzlich immer nur ja. Nur, dass du vorhinein schon mal weißt, was gespielt ist. Wie lange ich das Spiel schon spiele? Den Durchgang jetzt hier. Seit 768 spielen wir den. Und insgesamt seit, ich glaube, 21 Streamtagen. Jeder Tag ungefähr ja, zwischen 2 und 4 Stunden. So, passt alles. Ich sehe hier irgendwie überhaupt keine Gegner. Wo haben wir hier überhaupt? Ah, er hier oben und hier. Meine Güte, da müssen wir rüber marschieren. Was ist das denn für ein Dschihad hier? Das ist einfach nur Fliegenbelästigung. Mehr nicht. Da könnten wir ja mit unserem Gefolge durchmarschieren. So, 90% beim Papst.
Dann Trier belagern, rückbelagern müssen wir das. Ja, hier ist niemand. Sehr komisch. Also 22.000. Wir teilen euch auf und dann marschieren wir mit euch mal hier rüber. Mit euch hierher. Und mit euch hier unten her. Das wird normalerweise locker reichen. Kann ich hier mit dem Schiff durchfahren? Ich komme hier normalerweise nicht durch. Nee. Wir müssen hier echt marschieren. Wie ärgerlich. Wir können, haben wir hier die. Die hier. Die können wir auch gleich hier rüber marschieren lassen. Alle hier rein. Die restlichen auch hier rein. Sammeln wir vielleicht mal hier unten. Oh, ist das lästig. Gut, ansonsten die Schiffe fahren noch. Wir sind aktuell 11 Jahre alt. Okon, Fokus setzen. %45, wir müssen da beim nächsten Mal noch ein bisschen ticken lassen. Oder ich mache so. Oder ich mache so, dass wir beim nächsten Mal. Dass ich bis zum nächsten Mal quasi es selbstständig schon runterticken lasse. Damit wir beim nächsten Mal gleich frisch mit dem Krieg beginnen können. Ich fände das eigentlich ganz gut. Dann hätten wir beim nächsten Stream. Ich muss mal schauen, ob ich das zeitlich schaffe. Dann hätten wir beim nächsten Mal nämlich genau die komplette Streamzeit für den Weltkrieg. Das wäre schon fein.